Dieser Kampf wird mit MMA-Handschuhen ausgefochten. Also nicht die klassischen Boxhandschuhe, sondern Openbaumfest MMA-Handschuhe. Ja, wir sind auch wieder für Sie da, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier noch einmal die Daten unserer beiden Kämpfer des letzten Kampfes des heutigen Abends. Ahmet Şimşek gegen Manuel Bilic. Hier, glaube ich, wird der MMA-Rekord angezeigt. 20 Kämpfe bestritten, davon 15 gewonnen. Manuel Sugar Bilic. Und jetzt kommt auch hier schon die blaue Ecke. Manuel Bilic zum Ring. Wir warten noch auf Manuel Bilic. Mit einer kleinen Verzögerung. Sollte aber gleich soweit sein. Oh, eine angenehme Einlaufmusik. Einmal etwas ruhigeres. Stimmt vielleicht gleich für die Afterparty ein. Auf jeden Fall. Ist schon kurz nach 23 Uhr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Perfekt im Zeitplan für den heutigen Abend. Haben wir auch einige Fans aus Linz mitgebracht. Und jetzt ist hier Manuel Bilic. War auch schon im MMA bei uns auf der Vendetta aktiv. Letzten Kampf, an den ich mich erinnern kann. Hier auch. Näher geschieht im Ring. Kann es, glaube ich, kaum erwarten. Letzte Kontrolle hier, das letzte Mal des heutigen Abends oder das vorletzte Mal die obligatorische Cutman-Behandlung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann warten wir auch schon auf den Kontrahenten von der roten Ecke, Ahmet der Ronin Şimşek. Und jetzt sehen wir auch hier gleich Ahmet Şimşek, den Lokalmatador, wie er zum Ring kommt. Und hier kommt auch schon Ahmet Şimşek.
läuft hier auch mit der österreichischen und türkischen Fahne ein, ist beheimatet in Österreich, kommt aus der Türkei. Aus der Türkei und man sieht hier auch sehr nationaltreu zu Österreich, ist beim österreichischen Militär als Sanitäter tätig, als Berufssoldat. Oberstabswachtmeister Ahmet Cimşek. Kommt jetzt hier zum Ring. Ah, hier sieht man schon, was für ein Respekt sehr für die Länder da ist. Faltet die Fahne. Wollte ich gerade sagen, sehr respektvoll, sehr schön zum Anzuschauen. Und jetzt gibt es die letzte obligatorische Cutman-Behandlung des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie gesagt, kommt vom klassischen Boxen, war glaube ich vorher bei Bounce und hat dort, wie gesagt, vorher 80-90 MMA Boxing, Amateurkämpfe. Bei Amateurkämpfen geht es glaube ich jedes Mal um 3x2 Minuten, aber trotzdem, diese Erfahrung kann ihm keiner nehmen. Auf und, jeden Fall. Wie gesagt, sein Kopf ist wie Beton und ja, bin gespannt auf diesen Kampf. Auch Bilic, von dem kann man auch nichts sagen. Nichts Schlechtes sagen. Ich erinnere mich nur an den Kampf von ihm gegen Hamzatov, ja, wo er Hamzatov ausgechoked hat hier bei der Vendetta. Auf jeden Fall sehr starke Nehmerqualitäten auf beiden Seiten, wie du schon gesagt hast, Henry. Ja, wir sind gespannt. 3x3 Minuten dieser Kampf angesetzt und ja, ich bin gespannt. Jetzt werden die beiden nochmal vorgestellt und dann geht es los zum letzten Kampf für heute. Auf jeden Fall etwas Besonderes für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Pro-Box-Fight, aber nicht mit Boxhandschuhen, sondern mit 4OZ-MMA-Handschuhen. Leichte Erfahrungsvorteile hier für Cimşek, da er seine sehr beachtliche Amateurbilanz im Boxen vorweisen kann. Beide Kämpfer bereit, ringfrei, Runde 1. Und jetzt wird hier doch der Ring freigegeben für die erste Runde im letzten Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Man sieht hier schon an Cimşeks Stand und Deckung, der kommt aus dem Boxen, Bilic hier eher mit einer MMA-Auslage. Beginnen hier beide etwas hier ruhiger, anschauen, Reichweite abtasten. Ist, und jetzt wird hier gleich wild durchgeschwungen. Wow. Naja, es wird auf alle Fälle sehr, sehr spannender Kampf werden. Auf jeden Fall, Henry. Das ist die Ruhe hier. Hier Uppercut-Versuch von Bilic. Aber Simsek konnte das sehen. Merkt man einfach, Simsek kommt. Cimşek kommt aus dem Boxen. Ne? Ja, beide gutes Auge bis jetzt. Auf jeden Fall auch beide keine unerfahrenen Kämpfer. In vielen Disziplinen schon unterwegs gewesen. Cimşek im MMA, Bilic auch im MMA, ja, schon Bilic aktiv auch gewesen. Eigene Schule in Linz, schon seit mittlerweile 6 Jahren. Auch natürlich für alle Linzer Kampfsportbegeisterten unter unseren Zuschauern. Auch nehme ich an, das Gym von Manuel Bilic wird immer eine offene Tür haben für alle kampfsportbegeisterten Menschen. Jetzt wird hier wieder wild durchgeschwungen. Kurz geclincht. Ja, wie vorher angesagt, Ahmed ist schwer am Kopf runterzubekommen. Wenn es Möglichkeiten gibt, vielleicht den Körper. Würde ich ihm raten, Bilic mehr auf Körper zu arbeiten, wenn man sich Sachen angesehen hat von Ahmed, dann weiß man, wo man da hinschlägt. Und er hat wirklich einen. Jetzt sieht man es hier schon an Bilic Gesicht, zwischen den Augen schon eine Rötung entstanden. Ob das ein Cut ist, kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall der Gezeichnete hier und Cimşek. Ist die letzte Minute von 3 Runden angebrochen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Auf alle Fälle sehr, sehr gut anzuschauen. Pausenlos Action. Das muss man schon sagen. Hier trifft er einmal mit Uppercut, aber Simsek lacht. Ja, Simsek unbeeindruckt. Jetzt wird hier wieder geclinched. Die letzten 30 Sekunden hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Simsek rein mit Uppercut, versucht hier mit Jab, mit Body Moving hier reinzukommen in den Infight, aber ja. Wenn jetzt hier getrennt vom Referee. Auch sehr gut in der Distanz. Oh, und jetzt hier schöne Kombination von Simsek. Aber Bilic kommt zurück. Bilic beweist hier auf jeden Fall schon gute Nehmerqualitäten. Oh, jetzt wird hier wild durchgeschwungen. Hier jetzt hier schöner. Kopfstoß von beiden. Ich kann man jetzt nicht sagen, wer das war. Ich glaube, Achmed ein kleines Cut. Da muss man ja schauen, gestern noch mit Simsek geredet, der hat schon recht viel Narbengewebe im Gesicht, da er schon so lange aktiv ist. Da geht ein Cut recht schnell auf. Ja, ich kann mich erinnern von einem Kampf von Achmed auch sehr zwei Cuts, glaube ich, gehabt. Und wie du vorher gesagt hast, wenn man das schon mal hat. Jetzt kommt hier unsere Cut-Woman und wird sich Simsek mal genauer ansehen, das kommt Cut. Auch rein. Ich hoffe, dass es hier nicht abgebrochen wird, weil eins müssen wir schon sagen, wir wissen, dass Achmed das wegsteckt. Auf jeden Fall, wie vorher schon angesprochen, wenn man lange im Kampfsport unterwegs ist, viel schon gekämpft hat, bildet sich, Henry, wirst du mir zustimmen, da bildet sich Narbengewebe im Gesicht und da reicht einfach schon ein kleiner Schlag. Aber es gibt auch ein kleines Cut, wie du vorher auch angesprochen hast. Vielleicht auch zwischen einem Kopftreffer, aber wir wissen es jetzt nicht genau. Hier wird das Cut von Simsek versorgt. Kann auf jeden Fall weitermachen, will auch weitermachen, signalisiert hier, das war's noch nicht. Ja, beide auf alle Fälle ein sehr, sehr großes Kämpferherz und das freut mich hier, wie gesagt, nochmal bei uns zu haben. Achmed auch letzte Woche erst zugesagt, den Kampf war sehr schwer, einen Gegner zu finden. Oh, jetzt wird hier noch am Ende der ersten Runde voll durchgeschwungen. Simsek heizt hier noch einmal die Menge an. Gibt es dann die Instruktionen von den Coaches? Man sieht von außerhalb doch vielleicht etwas mehr wie der Kämpfer. Eine Lücke, die der Kämpfer selbst vielleicht nicht sieht. Hier haben wir auch nochmal die Highlights aus der ersten Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beide hier mit den Overhands. Treffen, glaube ich, auch beide ein bisschen. Aber auch gutes Auge von beiden. Ja, man sieht ja die Headmoving von Achmed. Da merkt man halt schon, dass er vom Boxen kommt. Vielleicht haben wir noch die Replay, wo Bilic hier bei Simsek das Cut öffnet. Ja. Aber schenken sich hier beide getroffen. Auf jeden Fall nichts. Nein, wahnsinniges sehr Kämpferherz. Schade, muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass es so spät ist, da, weil ein sehr, sehr geladener Kampf. Es sind doch schon ein paar Leute nach Hause gegangen, weil die Lokalmatadoren natürlich gekämpft haben und die sind schon fertig, die Zuschauer heimgehen. Aber für die restlichen Zuschauer, was noch da sind, ein sehr, sehr spektakulärer Kampf auf alle Fälle. Auf jeden Fall jetzt hier die zweite von drei Runden. Jetzt hier Bilic schwingt ja schön durch mit der rechten. Achmed, unbeeindruckt, kommt zurück. Muss ja aber aufpassen, wenn Bilic ihm hier das Cut weiter öffnet. Jetzt reden sie miteinander, haben da hier den kleinen Trash-Talk. Position. So schöner Uppercut von Simsek und schöne Rechte. Ja, wie gesagt vorher, wenn Bilic was da erreichen will, dann muss er gezielt am Körper gehen mit den 4 Unzen Handschuhen natürlich noch mehr Trefferqualitäten. Kann man punktgenau die letzten 10 Sekunden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Man sieht hier, das Cut von Simsek öffnet sich wahrscheinlich weiter. Zahnschutz verloren. Wird hier kurz unterbrochen, der Fight. Für ein paar Sekunden. Natürlich Fern ist immer groß geschrieben auf unseren Veranstaltungen. Das Touch Gloves, nachdem der Kampf wieder freigegeben wird. Es wird hier wieder geclinched. Werden sofort getrennt vom Referee. Beide auch den MMA-Background. Und
Im Fall, das erinnert ein bisschen an Conor McGregor versus Floyd Mayweather, wo du halt einfach merkst, wenn du aus dem MMA kommst, dass du manche Sachen einfach anders schlägst, anders versuchst zu setzen. Auch anders bewegst. Man sieht auch hier den Unterschied, das Headmoving von Ahmed und Bilic geht straight nach vor, schluckt sehr viel, muss man auch sagen, an dieser Stelle super Nehmerqualitäten. Auf jeden Fall hier Bilic. Unbeeindruckt jetzt hier harter Treffer zum Körper von Šimšek. Fängt an mit Körper. Er merkt auch, dass der Kopf auch sehr hart ist von Bilic und versucht natürlich mit dem Körper auch zu arbeiten. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, was eigentlich das Gameplan sein sollte von Bilic. Gegen Šimšeks Körper arbeiten. Aber jetzt beginnt hier Šimšek immer weiter Bilic in Bedrängnis zu bringen. Ja, man sieht, dass er einfach motivierter ist in dieser Sache. Und ja. Ja, jetzt fängt schöne sich Treffer von Bilic auch. Ah, man sieht beide Blut über die Gesichter laufen. Aber Šimšek komplett unbeeindruckt hier. Sehr fairer Kampf auch. Sehr Uppercut zum Körper. Bisschen durch, aber so sehr fair. Jetzt hier schöne Linke von Bilic. Jetzt die letzten 10 Sekunden hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt schöne rechte Oberhand von Šimšek wieder mit einem Uppercut. So, Flo, ich nütze kurz die Pause, um aufs Klo zu gehen. Ja, kein Problem, Henry. Ich bin ja auf jeden Fall noch für Sie da, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt gehen wir dann auch in die letzte und entscheidende Runde hier im letzten Kampf des heutigen Abends zwischen Ahmed the Ronin Šimšek und Manuel the Sugar Bilic. Hier haben wir nochmal für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Highlights aus der vergangenen Runde. Wir gehen hier auf jeden Fall über die volle Kampfdistanz. Doch gleich die letzte Runde freigegeben. Natürlich Fairness sehr groß geschrieben bei beiden Athleten hier. Beginnen hier diese Runde etwas ruhiger, beide Kontrahenten warten hier ab. Aber man sieht Šimšek das Cut. Etwas Ruhe eingekehrt jetzt hier in der letzten Runde. Hier sehen wir es nochmal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schenken sich hier beide nichts. Auch in der letzten Runde wird hier gekämpft um jeden Zentimeter hier im Ring. Aber wie Henry vorher schon erwähnt hat, man merkt einfach Šimšek mit dem Box-Background, das Head-Movement, das Körper-Movement. Etwas bestimmender hier, aber Bilic wahnsinnige Nehmerqualitäten bewiesen und ist ja unbeeindruckt. Von Šimšek. Jetzt hier schöne Linke, sieht man hier. Aber Šimšek signalisiert dem, das reicht noch nicht. Jetzt hier schöne Gerade. Aber jetzt blutet hier Bilic auch schon aus der Nase. Ja, und jetzt lassen sie die Fäuste fliegen. Jetzt wird hier wieder geklincht kurz. Wir werden jetzt auch gleich getrennt. Auch ein, muss man ehrlich sagen, ein hochqualitativer Kampf. Beide drei Runden Vollgas gegeben. Die Fäuste fliegen hier, die Hände fliegen. Also auf jeden Fall. Alle Achtung, da wird noch einmal Gratulation an beide Kämpfer. Egal wer da gewinnt.
muss man eine ganz, sehr ganz schöne ehrlich linke sagen. Gerade von Šimšek. Aber Bilic unbeeindruckt, jetzt wird hier weiter geklincht. Jetzt schon beide sehr gezeichnet im Gesicht. Wow, schön von Bilic, kommt nochmal rein, versucht alles hier rauszuholen nochmal. Was geht? Ah, schön von Simsek. Ah, geht hier nochmal nach vor. Aber Bilic trotzdem bewegt sich gut. Auf jeden Fall jetzt hier die letzten 30 Sekunden schon angebrochen in der finalen Runde. Wow, Bilic hier etwas schon angeschlagen, wie man sieht, beide. Jetzt die letzten 10 Sekunden hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich glaube, hier wird es schon vorbei sein. Ich glaube, hier wird nicht mehr weitergekämpft, jetzt die letzte Sekunde. Lassen Sie hier noch einmal die kurze Pause nachlaufen. Jetzt die letzten 10 Sekunden hier. Und ja, beide noch mit den Schwingern versuchen, irgendwann einen Treffer zu landen. Wow, ja, jetzt hier noch schöne Aktion am Schluss. Und da sehen wir auf jeden Fall gerne, die Fairness muss immer an erster Stelle stehen im Sport, egal in welcher Respekt Kategorie. Für alle zwei muss man gar nicht. Auf jeden Fall großen Respekt, was uns hier noch am letzten Kampf des heutigen Abends geboten wird. Hier nochmal die Highlights für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das gesund ist, so viele Treffer mit kleinen Handschuhen am Kopf. Das lassen wir mal dahingestellt. Aber auf alle Fälle. Wahnsinnige Show, es geht wieder zu den Judges. Zu den Scorecards dürfen wir auf die offizielle Urteilsverkündung gespannt sein. Uja zur Pokalübergabe in den Käfig erbitten. Von der Firma Magnus Bau, Hassan, bitte. Ja, Flo, ich möchte mich hier an dieser Stelle verabschieden. Danke, weil ich muss dann jetzt wieder Sachen machen. Kein Problem, Henry. Ich bedanke mich für deine Unterstützung hier am heutigen Abend, für dein fachmännisches Know-how, was du reinbringst. Sehr gerne, sehr gerne. Oh, jetzt kommen wir dann noch zur offiziellen Urteilsverkündung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Šimšek gewinnt hier diesen Kampf durch unanimous decision. Ich ersuche auch mal den sportlichen Applaus für seinen Gegner Manuel Bilic. Meine sehr geehrten Damen und Herren Kampfsportfreunde, das war's für dieses Jahr. Das war die Vendetta Fight Night Nummer 31. Wir sehen uns definitiv alle wieder am Samstag, den 4. Februar. Samstag, 4. Februar. Vendetta Fight Night Nummer 32 hier im Hallmann Dom. Ich bedanke mich bei einem fantastischen und begeisterungsfähigen Wiener Publikum. Ich wünsche euch alles Gute, rutscht uns rüber ins neue Jahr. Viel Glück und Gesundheit für euch und eure Familien. Für alle, die feiern, ein schönes Weihnachtsfest. Ansonsten sehen wir uns in alter Frische wieder. Samstag, 4. Februar, Vendetta Fight Night Nummer 32. Im Namen des Veranstalters Bühnenzager, aber im Namen von Arnold Fischenbein bedanke ich mich recht herzlich. Gute Nacht. Und jetzt darf auch ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch von mir natürlich noch einmal ein großes Dankeschön an das ganze Vendetta Fight Night Team. An Bühnenzager, an Atsu Milanovic, an Aygün Meric, an unseren Matchmaker Ogus, an unseren neuen Head Video Man Jakob. Natürlich auch ich im Vendetta-Team dabei. War mir auch wieder eine große Ehre, Sie durch diesen heutigen Abend zu führen. Auch nochmal ein Dankeschön an alle Sponsoren. Auch natürlich an unsere zwei Hauptsponsoren des heutigen Abends, die Alt und Top Bau und Sanierungs GmbH und Werther Baustoffe.
Und wir sehen uns dann, wie unser Ringsprecher Rob Steamer gesagt hat, im neuen Jahr in alter Frische am 4. Februar. Ich wünsche Ihnen auch noch ein frohes Fest, viel Glück und Gesundheit fürs neue Jahr und auf Wienerisch einen guten Rutsch. Servus!